User John McNeil. Status unbekannt. Hauptrechner der Ulum-Produktionshaupt 10. Aale aktiv. Initiere Notfallprotokoll-Videostream-Upload. User John McNeil wird vorzeitig abgemeldet. Paragraph 28 Hauptrechner übernimmt so lange, bis USA zurückkehrt. Herzlich willkommen bei Ulum Produktions. Mein Name ist HR5500. Da User John McNeil zurzeit nicht aufzufinden ist, werde ich Sie durch das Video begleiten. Ich hoffe, Sie werden kooperieren und diese Ausstrahlung sichten. Sind Sie bereit? Lade, Inhalt. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Laden beendet. Sie können nun den filmischen Inhalt begutachten. Viel Spaß, biogenetisches Wesen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer leicht verspäteten, aber weiteren Folge von Home Productions. Und ich bin wie immer John McNeil und möchte mich an dieser Stelle auch für die Verspätung entschuldigen. Entschuldigung. So, heute gucken wir uns Folgendes an, nämlich Trickfilm-Intros. Nicht irgendwelche Trickfilm-Intros, sondern Trickfilm-Intros, die mich zu meiner Kindheit geprägt haben und die ich gerne geguckt habe. Und ich werde euch ein paar Ausschnitte zeigen, also ein paar Intros und meinen Senf dazu geben. Und bin gespannt, mit welchen Trickfilm-Intros ihr aufgewachsen seid und was diese für euch bedeuten. Okay, am besten tauchen wir gleich rein und ich freue mich schon auf eure Comments. Film ab! Bist du bereit? Jetzt kommen fette Techno-Musik, Explosionen, verrückte Wissenschaftler, Roboter und eine Frau mit Staubsauger. Höchste Zeit für... Ja, Mega Man. Die wenigsten von euch kennen wahrscheinlich diese Trickfilmserie, die damals so in den 90ern gelaufen ist. Ihr kennt es wahrscheinlich auch an den Techno-Beats, die damals so in gewesen sind. Und es heute irgendwie immer noch sind. Ja, zum Mega Man kann ich eigentlich auch nicht viel sagen, weil das lief immer nur morgens und da hatte ich weniger Gelegenheit, das Ganze zu gucken. Aber dieses Lied ist mir irgendwie hängen geblieben und ich wollte es damals unbedingt irgendwie auf einer CD haben. Ja, damals hörten wir unsere Musik über CDs, da gab es noch keine MP3-Player. Mann, haben sich die Zeiten geändert. Und jetzt fühle ich mich langsam alt. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Trickfilm. Wolltet ihr auch nicht schon immer wissen, wie Dr. House die Welt sieht? Vermutlich tut er sie so. Aber nur, wenn er zu viel Vicodin hatte. Thank you.
Es war einmal das Leben. Ja, dieser Trickfilm hat bestimmt einige Kinder dazu gebracht, sich in den Finger zu schneiden und mit dem Mikroskop mal nachzuschauen, ob das wirklich alles so abläuft da drin. Jedoch finde ich eben diesen erzieherischen Aspekt des Trickfilms ziemlich cool, denn so lernte ich zum Beispiel, wie der menschliche Körper funktionierte, was diese Blutkörperchen den ganzen langen Tag so machten und die fiesen Viren natürlich und Bakterien, die nichts anderes zu tun hatten, als uns krank machen zu wollen. Und das wollen sie ja auch immer noch. Und da ich nun weiß, dass in meinem Körper jeden Tag eine Riesenschlacht stattfindet, finde ich das ziemlich cool, solange die Guten gewinnen. Okay, genug Biologie. Und als nächstes kommt etwas ganz besonders cool. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar. Moment. Nein, das wäre nicht wunderbar. Und diese schlechte Erinnerung möchte ich lieber verdrängen. Also machen wir weiter mit dem nächsten Trickfilm. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich er. Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget hat ne heiße Spur. Oh. Weiß auch wer es war, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz so, ne klar. Ja, ja, bei ihm hat's Klick. Gadget hat den Röntgenblick. Gadget hat Mut. Kein Wunder mit ihm. Schreckt von nichts zurück, Inspektor Gadget ist ein tolles Stück. Er ist ganz enorm, Inspektor Gadget ist in super Form. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget geht ran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich er. Inspektor Gadget. Inspektor Gadget, der ein bisschen leicht geistig zurückgebliebene, sagen wir mal träumerische Super-Cyborg-Inspektor, der es glaube ich nicht geschafft hat, den Oberboss Dr. Kralle zu fassen. Ich mag mich nicht daran erinnern, dass man jemals gesehen hat, wie dieser Typ aussieht. Wie dem auch sei, ich finde das Intro von Inspektor Gadget ist ziemlich cool und die Melodie und Musik eigentlich bleibt mir jedes Mal hängen, also ein totaler Ohrenwurm und die Zeichentrickserie ist, denke ich mal, Kult. Für alle Umweltbewussten unter euch und Leuten mit grünen Daumen, die ihr mir gerne geben dürft, habe ich noch das hier. Die Zerstörung unseres Planeten durch Dummheit und Habgier der Menschen will Gaia, die Mutter der Erde, nicht länger dulden. Sie sendet 5 Ringe mit magischen Kräften an 5 Auserwählte. An Kwame aus Afrika, die Kraft der Erde. An Wheeler aus Nordamerika, die Kraft des Feuers. An Lenker aus Russland, die Kraft des Windes. An Guy aus Ostasien, die Kraft des Wassers. Und an Marty aus Südamerika, die Kraft der Liebe. Wenn sich diese 5 Kräfte vereinen, schaffen sie den stärksten Verteidiger der Erde, Captain Planet. Captain Planet! Du hast die Macht. Wo ist dieses coole Lied von Captain Planet? Na, das kommt immer zu Schluss. Und aus diesem Grunde werde ich es euch jetzt einfach kurz zeigen. Vereinten Kräfte bin ich Captain Planet. Held der Erde, kämpft damit die Umwelt sauber werde. Seine Kraft kommt von uns her, für den Erdplaneten streite er. Captain Planet, Held der Erde, kämpft damit die Umwelt sauber werde. Kampf die miesen Umweltsündern, diesen Schurken, die Erde.
es schwer hat. Captain Planet. Das Planetenteam ruft dir zu, mach mit. Die Rettung unserer Erde nur mit dir geschieht. Plündern und verschmutzen ist nicht gefragt. Hört, was Captain Planet zu euch sagt. Ihr habt die Macht. Captain Planet. Ein cooler Typ. Schade eigentlich, dass es ihn nicht in echt gibt. Wobei, vermutlich ist es besser so für ihn, denn es gäbe hier einiges zu tun. So, dass er vermutlich seinen Job kündigen würde. Wie dem auch sei, Captain Planet ist eigentlich auch wieder so ein erzieherischer Trickfilm, der mich geprägt hat. Und aus diesem Grunde gehe ich mehr oder weniger nachhaltig mit meiner Umwelt um. Und schmeiße nicht immer alles auf den Boden. Also nehmt es euch zu Herzen und nicht vergessen, ihr habt die Macht. Und wenn ihr mal keine Macht habt, dann hoffe ich für euch, dass ihr einen Onkel habt, der so reich ist, dass es mächtig Spaß macht, mit ihm zusammen irgendwelche Abenteuer zu erleben. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Film ab! Turbulent wie ein Hurricane, hier ist Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End? Es sind Tick, Trick und Track. Sie sind geheimnisvoll, doch sie sind super toll wie DuckTales. Neue Storys, Tag für Tag. DuckTales. Keinen gibt's, der sie nicht mag wie DuckTales. Vorsicht, es geht ab hier. DuckTales, ein richtig cooles Lied, finde ich, und ein nettes Intro, das einem so viel verspricht, dass es die Trickfilmserie gar nicht mal richtig einhalten kann. Nichtsdestotrotz finde ich DuckTales recht cool und ich persönlich habe lieber damals die lustigen Taschenbücher gelesen. So, und zu guter Letzt für die Sportfans unter euch noch mein persönlicher Favorit. Es geht um Fußball, aber ein etwas anderes Fußball. Schauen wir doch mal rein. Hurra! Hurra! Jeden Tag ist ein anderes Spiel zu Ende und bevor man nach Haus geht, reicht man sich einander die Hände und hat was gelernt. Und es geht jetzt nicht schaffen, von allen Sporttrickfilmen, die ich gesehen hatte damals, gehörten die Kickers eigentlich so zu meinen Favoriten. Denn da ging es nicht nur um den Fußball, sondern es kamen auch zwischenmenschliche Aspekte hinein. Und ja, die Mannschaft von Gregor war so eine Underdog-Mannschaft, die sich langsam hocharbeiten musste. Aber im Vergleich zum Beispiel zu Captain Tsubasa war es jetzt irgendwie trotzdem realistisch gehalten. Also man ist nicht gegen die Welt angetreten, sondern das Ganze war ziemlich lokal verortet und somit auch sympathisch. Und trotzdem gab es ziemlich viele übernatürliche und abartig seltsame Szenen. Und trotzdem würde ich sagen, ist auch die Animation und alles drum und dran viel besser. Und deswegen Kickers. Top!
Ja, das waren die Trickfilm-Intros und mich würde es jetzt natürlich wundern, ob ihr irgendwelche darunter hattet, die ihr auch gerne geguckt habt oder ob ihr andere Trickfilm-Intros viel besser findet. Schreibt mir doch diese bitte in die Comments rein. Schreibt mir doch, ob ihr sie noch heute überhaupt noch hört. Und ja, also ich freue mich schon auf eure Antworten. Und ich danke euch natürlich wieder fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. John McNeil, over and out. Ich möchte ein Glückskirche sein. Nein.